Ja, die Schlange ist lang und das aus gutem Grund. Ben & Jerry's stellt nämlich heute sein neues Eis vor und verteilt gratis Eis. Und die Leute stehen hier schon ganz lange Schlange. Wie lange seid ihr schon hier? So ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten schon, nur für ein gratis Eis. Ja, genau. Ja, dann lasst euch schmecken. Dankeschön. Die reichen das Eis hier jetzt einmal durch. Kann man sich das einfach ganz hinten anstellen? Lass es. Wir haben es aus. Waren wir zu spät? Müssen wir wieder nach vorne. Ihr habt euch 15 Minuten lang angestellt. Hat es sich gelohnt? Wie hat es geschmeckt? Ja, es hat sich definitiv gelohnt und es war richtig, richtig lecker. Wir holen uns gleich nochmal ein zweites. So, ich bin jetzt hier mit der Ben & Jerry's Chefin von Österreich, Andrea. Andrea, warum verschenkt ihr gratis Eis? Ja, Ben & Jerry's feiert 45. Geburtstag und vor 45 Jahren, als Ben & Jerry's Ben & Jerry's gegründet haben, haben die angefangen, nach 5 Jahren irgendwie so ein bisschen was an die Fans zurückzugeben. Und dann haben sie den Free Cone Day ins Leben gerufen und wir sind total happy, dass wir den heute nach der Corona-Pause endlich wieder in Österreich auch durchführen können. Ich habe schon gesehen, es kommt irrsinnig gut an, es ist zwar mega kalt draußen, ja, aber Ben & Jerry's ist eine Marke, wo die Leute einfach kommen und sagen, auch in der Kälte, das muss ich mir holen. Absolut. Wie lange macht ihr das schon in Österreich? Ja, jetzt machen wir schon sehr, sehr lange. Das heißt, Ben & Jerry's gibt es seit ca. 12 Jahren in Österreich. Und im Prinzip seitdem gibt es dann auch den Ben & Jerry's Free Cone Day.